Ihr Job ist es, Sexualstraftäter zu verurteilen. Ihr etwas überengagierter Arbeitsstil ist einigen Kollegen auf die Nerven gegangen. Doch durch einen Überfall rückt sie ins Visier der Polizei. Sie sehen sich also als zufälliges Opfer? Ja, ich war zur falschen Zeit am falschen Ort. Kann es sein, dass sie ihren Hass nicht nur beruflich auslebt? Sie verabredet sich im Internet, um Männern mit gewalttätigen Fantasien eine Lektion zu erteilen. Im Netz der Lügen. Der Tatort am Sonntag im Ersten.